Deutschland. 20 Jahre Energiewende. Wir haben den teuersten und zweitdreckigsten Strommix in Europa. Es ist klar, dass etwas passieren muss, doch sind wir bereit, alles gegen den Klimawandel zu tun? Unsere letzten Kernkraftwerke produzieren mehr Strom als alle Solaranlagen in Deutschland zusammen. Und das genauso klimaschonend. Obwohl sie noch lange zuverlässig laufen könnten, sind ihre Tage gezählt. Die Abschaltung des AKW Philippsburg Ende 2019 hat bereits den Klimanutzen des gesamten Ausbaus der Erneuerbaren im Jahr darauf zunichte gemacht. Nun sollen bis Ende 2022 gleich 6 Reaktoren stillgelegt werden, die ersten 3 noch dieses Jahr. Wir verlieren damit die Stromproduktion von ca. 15.000 Windrädern. Wie gleichgültig wären wir, wenn tatsächlich jedes zweite Windrad auf dem Spiel stünde? Die vielleicht unbequeme Wahrheit ist, egal was wir beim Klimaschutz noch tun, Tempolimit, Bahn statt Flugzeug, Ausbau der erneuerbaren Energien und vieles mehr, mit unseren AKWs sind wir den Klimazielen immer einen großen Schritt näher als ohne sie. Ein Weiterbetrieb könnte den Kohleausstieg derart beschleunigen, dass unsere CO2-Emissionen sofort um 10% sinken würden. Es wäre die wirksamste und günstigste Einzelmaßnahme. Viele andere Länder bauen bereits neue Kernkraftwerke. Immer mehr Länder steigen gar erstmalig ein. Der Weltklimarat und die Grünen in Finnland befürworten die Kernenergie. Vielleicht sollten auch wir nicht länger auf scheinbar perfekte Lösungen hoffen, sondern pragmatische Lösungen sofort umsetzen. Vielleicht erkennen wir dabei sogar, dass diese viel besser sind, als wir bisher dachten. Eins ist klar. Konsequenter Klimaschutz bedeutet, dass unsere Kernkraftwerke nicht vorzeitig abgeschaltet werden dürfen, bevor wir Kohle, Erdöl und Erdgas ersetzt haben. Dafür werden wir auch dieses Jahr weiterkämpfen. Bist du dabei? Weitere Informationen findest du auf critical-climate-action.de.